Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Heute feiern wir das Fest Maria Geburt. Eines der vielen Marienfeste, es kommt dann bald Maria Namen, im Dezember dann Maria Empfängnis und dann 9 Monate vor Weihnachten Maria Verkündigung. Es ist aber eine Lesung, in der Maria überhaupt nicht vorkommt. Sie kommt nicht sehr oft vor in der Heiligen Schrift. Und doch ist der Grundgedanke dieses Festes in dieser Lesung ausgedrückt. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Gott lieben ist schon eigentlich fast der Garant, der Gutschein, dass es gut ausgeht. Alle, die er nach seinem ewigen Plan berufen hat, alle, die er im Voraus erkannt hat, nämlich alle, weil er ja letztlich alle kennt, hat er auch vorausbestimmt, teilzuhaben an dem, so wie Jesus ist. So leben zu können, wie Jesus gelebt hat. Das ist eine Hoffnung, die uns geschenkt ist, die sich in Maria verwirklicht hat, dass aufgrund dessen, dass sie berufen war, Mutter Jesu zu werden, dass ihr ganzes Leben davon bestimmt war. Es ist aber auch etwas, das für jede und jeden von uns gilt. Aufgrund der Zukunft, die uns versprochen worden ist, und Gott ist treu und verspricht nicht ins Leere, aufgrund dieser Zukunft dürfen wir die Gegenwart gestalten. Ich weiß nicht, ob wir im Alltag immer wieder daran denken, vor allem jetzt in einer sehr schwierigen Weltsituation, dass es eine wirklich große Zukunft ist, das bei Gott sein, letztlich das Allerbeste, was uns passieren kann, dass die Kraftquelle für unsere Gegenwart sein kann. Ich denke mir manchmal bei ganz einfachen Beispielen, wenn ich weiß, es kommt das Wochenende, dann habe ich am Freitag auch noch ein Stück Kraft, weil ich weiß, ich kann mich am Samstag und Sonntag ausruhen. Oder viele von uns sind jetzt zurückgekehrt vom Urlaub, manche hatten diese Möglichkeit nicht, im Wissen auf den Urlaub, auf das Kommen des Urlaubs, schaffen wir manches noch davor, fertig zu machen. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, im Blick auf das Große, das uns erwartet, das uns versprochen worden ist, darf ich jetzt anpacken, darf ich jetzt meines probieren. Vielleicht erinnert eine Werbung, die ihr wahrscheinlich auch im Gehen oder im Fahren durch die Stadt sehen werdet, was wirklich entscheidend ist. Mich ärgert diese Werbung. Das ist so eine Rollwerbung, wo es heißt, beten und da faltet jemand die Hände oder helfen. Und ich würde sehr gerne das oder durchstreichen und ein und hinschreiben. Beten und helfen. Aufgrund dessen, was uns erwartet, aufgrund der Zukunft, die uns ganz sicher geschenkt worden ist, dürfen wir unser Jetzt gestalten. Aufgrund der Zukunft, die Maria als Mutter Jesu gehabt hat, hat sie ihr ganzes Leben in einer besonderen Weise gelebt. Und diese Hoffnung, aus der Zukunft das Jetzt zu gestalten, das wünsche ich uns jetzt am Beginn eines neuen Schuljahres, das wünsche ich uns auf jeden Fall ganz lange Zeit hindurch.